Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roscoe McQueen. Wir haben in der letzten Folge nicht so wirklich einen Fortschritt erreicht, haben aber dafür einen Safe-Set hier gesetzt und werden dann dementsprechend in der Zukunft nicht mehr hier so wirklich Probleme haben mit den ersten paar Minuten, müssen diese nicht mehr ertragen, da sie jetzt quasi überschrieben wurden, nicht mehr ich kann es gerade nicht sagen. Vielleicht liegt's. Moment, ich hab's falsch gemacht, ist aber auch egal. Existenziell wichtig sind. Sagt man das so? Ich glaube, ich versuche hier zwei Wörter miteinander zu kombinieren. Ihre Existenz ist nicht mehr von Belangen. So. Genauso scheint mein Leben auch gleich nicht mehr so wirklich von Belangen zu sein, da es. Da Menschen, die nicht mehr atmen und nicht mehr. Deren Herzen nicht mehr schlagen, nicht so toll für unsere Gesellschaft sind, nicht mehr so von Nutzen. Ach genau, hier war ich ja auch. Ich war eigentlich schon wieder bei einer anderen Stelle, aber genau, die kommt ja hier auch noch. Die war aber jetzt... Alter, man weiß auch nicht... Ich habe so das Gefühl, dass dieses Herumgehoppel auch immer random ist. Man weiß jetzt nicht, wie lange der sich da noch bewegt. War hier nicht gerade noch ein zweiter? Den habe ich anscheinend mit in die Luft gejagt. Er hat ihn mit in die Luft gejagt. Folge und Ursache. Wobei, die Folge seiner spastischen Handlungen war ja... die Ursache seiner... Seiner Folge war ja... War ich ja. Also ich hab's ja im Grunde doch schon zu verantworten, auf jeden Fall. Und kann jetzt hier... Was heißt kann? Ich muss hier natürlich... Hoch... Damit ich das TNT hier kaputt machen, löschen kann. Das hier natürlich auch. Bin jetzt wieder voll, das heißt, ich sollte doch jetzt, Moment, war hier nicht so eine Stelle mit so einem Strom? Ach ja, genau. Und unter anderem hatten wir in der letzten Folge natürlich keinen Fortschritt, aber ich habe mich ein wenig wieder mal emotional, gedanklich entleert. Und kann das Ganze auch an einem schönen Beispiel darstellen. Beispielisieren. Ich hab's heute irgendwie mit Wörtern. Und zwar haben wir beispielsweise in der Schule so einen Lehrer, der macht manchmal... Moment, was habe ich jetzt eigentlich vor? Ach, ich muss da rüber, ne? Neben er doch. Also nicht nach links, sondern hier rüber. Wir haben einen Lehrer, der macht manchmal bei uns Englisch. Oh shit, das war jetzt nicht so cool. Manchmal zusammen mit der Englischlehrerin, manchmal macht er auch Vertretung und der ist... Richtig aufgeschlossen, nett, intelligent, spricht mehrere Sprachen, also man kann wirklich was von ihm lernen und er hat halt auch viel zu erzählen, aber er ist leider so nett und aufgeschlossen, dass er 24 Stunden lang Witze macht und das kann ich ja halt nicht ab, ne? Also er hat so viel Wissen intus, dass er im Endeffekt viel erzählt, aber nichts dabei herumkommt und das ist dann wiederum doof. Ja, was natürlich meine Klasse, wenn ich das der so sagen würde, überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil deren Leben besteht ja auch aus 90% Spaß. Und wobei, ich wollte gerade sagen, die restlichen 10% sind Inkompetenz, aber dann ist es ja eher andersrum. Das, was nicht mit Inkompetenz zu tun hat, das ist dann nur noch Spaß. Wobei in gewisser Weise, wenn man die ganze Zeit auf Spaß aus ist, dann ist man auch in gewisser Weise inkompetent. Wer nur Feiern im Kopf hat, ist auch einfach inkompetent. Also von daher... auf jeden Fall, ja. Aber was will ich jetzt eigentlich... Ja, ich hatte das doch in der letzten Folge schon, wie gesagt. Also im Endeffekt, mir macht es ja Spaß und wenn es euch nicht gefällt, dann... Pech gehabt. Ja. So denke ich mal normal. Nur finde ich es halt traurig, dass irgendwie... keiner so wirklich Spaß dran zu haben scheinen hat. Vertreter Satz. Aber okay. Mein Gott, diese Situation, in denen ich mich ausheule. Ja. So, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder unsterblich. Moment, war ich hier schon? Ja, Moment. Hier war ja diese Szene, die ich komplett verhauen habe. Die auch minimal... jetzt es ist schon wieder passiert. Das heißt, es ist... Ja, es ist einfach nicht klug. Es ist einfach nicht klug. Ich sollte zuerst dieses TNT löschen. Super. Ja, diese Szene hat unter anderem dafür natürlich gesorgt, dass ich die Folge... Die vorletzte Folge
vorzeitig beendet habe. Das und weil meine Sendung anfing. Aber ich dachte mir so, okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiterkomme, dann kann die Sendung ja mal 5 Minuten warten. Aber nö. Da muss ich dann einfach mal eine Axt gegen pflanzen und hier dann natürlich erstmal diesen Unsterblichkeitsbullshit einsammeln. Oh mein Gott, das ist auch teilweise leckt das wirklich so ein bisschen und dann kannst du auch einfach nicht springen. So. Stirb. Feuer, stirb. Oh, den habe ich auch gleich mit penetriert. Sehr gut. Kann das dann hier auch einsammeln. Moment, war das gerade... Okay. Ich dachte, das hält vielleicht noch ein bisschen länger. Moment, muss ich denn eigentlich jetzt hier rein? Ja, schon, oder? Ja, genau. Jetzt sind wir wieder hier. Wie gesagt, hier an dieser Stelle auch wieder, sei wieder gesagt. Wenn ich das jetzt hier noch ein paar Mal schaffe... Wow. Manchmal scheinen die Bugs auch auf meiner Seite zu sein, also... Nicht oft, aber dann doch tatsächlich manchmal. Aber dafür wird er mich jetzt wahrscheinlich penetrieren. Ich habe mich gerade so darüber gefreut, dass er mich nicht getroffen hat und schon werde ich konsequent dafür bestraft. Mit verkokeltem Geschirr. Das möchte man ja dann nicht unbedingt. Damit möchte man ja nicht unbedingt essen. Ja. Das ist genau das, wovor ich Angst hatte. Was mache ich jetzt? Also, ich kann mir ja nur vorstellen, dass das Ganze doch optional ist und der Knopf so oder so aktiviert ist. Nein, ist der nicht. Alles klar. Das heißt, es sollte jetzt noch einen anderen Weg geben. Unter anderem... Ja, okay. Moment. Nicht... Ach doch, wahrscheinlich... Wahrscheinlich geht der Knopf an, wenn ich das TNT deaktiviert habe. Aber fraglich ist ja auch noch, ob man diese Gegenstände besteigen kann, wenn sie abgefackelt wären. Ich meine, das war jetzt auch nur schätzungsweise pures Glück. Das wollte ich doch jetzt nicht einsammeln, Junge. Dass genau diese Geschirrabteilung ganz war. Okay, der Knopf geht, alles klar. Keine Ahnung, was es da hinten gebracht hätte, aber wir kommen auf jeden Fall weiter. So, was kommt jetzt? Habe ich eigentlich... Ja, okay. Die Uhr gestellt, offensichtlich. Kommt jetzt wieder so ein Raum? Ja, Moment, jetzt sind wir erstmal hier, gehen ins dritte Stockwerk, genau. Ach ja, so ein Bastard. Wobei, das hier ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Ja. Wieso mache ich meine Klappe noch auf? So, es ist... nee. Aber ja, das war natürlich jetzt auch wieder so ein Zufalls... So eine zufallsgenerierte Situation. Denn meines Erachtens nach habe ich dieselbe Art und Weise, dieselbe Tätigkeit an den Tag gebracht, die ich auch schon vor den vorherigen Folgen an den Tag gebracht habe, geliefert habe. Da hat es gerade wieder geleckt. Dieser dämliche Bastard. Ich hasse ihn. Sowas von. So, trifft es. Ja, mehr oder weniger. Du stirbst. Mann, ey, ich hasse den. Er ist so nervig. Hier wieder rüber. Hey, what the fucking do? Und so. Ja, ich werd dann hier gleich ein Sales-Set setzen. Weil ich ja wohl offensichtlich bewiesen habe, dass ich es kann. Sollte dann aber natürlich trotz dieser Tatsache nicht zu viel Schaden. Ich weiß gerade gar nicht, ob dieser Sessel-Dingsbums dort hinten gerade verbrannt ist oder nicht. Schauen wir mal. Ah. Nee, er geht auch. Mein Daumen fängt wieder an, weh zu tun. Dämliche Pfeiltasten. Alles klar.
So, Moment, das war jetzt nicht so wirklich klug von mir, das Gas einzusammeln, wobei hier oben ist ja auch noch Gas, alles klar. Ja, wie gesagt, man muss echt aufpassen hier. Was erzähle ich? Ihr habt es ja, wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, dann habt ihr offensichtlich was falsch gemacht. Man muss hier echt aufpassen, wie man was einsetzt. Wann dann was? Oh mein Gott. Ich bin gerade wieder zu dumm zum Laufen anscheinend. Ja. Versucht halt nicht, einen Jump'n'Run zu machen, wenn ihr es offensichtlich nicht könnt. Gottverdammt, der Entwickler. Okay. Plötzlich Ice Age. Plötzlich Ice Age oder was? Da ist er doch jetzt eiskalt gerutscht. Okay. So. Ja, dann mache ich jetzt hier ein Safe State. Hatte ich nicht am Anfang dieser Folge irgendwie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich keinen weiteren machen müsste. Ich habe auch schon vor etlichen Folgen gesagt, dass es halt wirklich einfach nur irgendwann nur noch nervig ist, weil du ja weißt, dass du es kannst. Und du bereitest dich halt gedanklich auf diese eine Stelle vor, die du gerade eben halt nicht kannst und musst aber trotzdem die Sachen machen, die du kannst. Und das sorgt natürlich im Endeffekt dafür, dass du am Ende gar nichts mehr kannst. Oder, ja, wir jetzt nicht hier wieder alle in einen Topf werfen, aber es ist nervig so. Wo war jetzt das TNT? War hier nicht irgendwo da? Ja. Jetzt weiß ich, dass der Self-State nicht fehl am Platz war. Und das Schlimme ist ja, wenn es unrealistisch wird, komme ich ja gar nicht mehr mit der Welt klar. Ich kann mir das hier gerade nicht erklären. Ich meine, ich habe den doch, glaube ich, dreimal penetriert und da ist es nicht passiert. Und jetzt passiert es sofort. Das kann ich mir persönlich nicht erklären. Und dann drehe ich am Rad. Und gerade voll in Panik. Nicht in Panik, aber macht mich dann doch schon irgendwo fertig. Und es bilden sich heftige Fragezeichen in meinem Kopf. Alles klar, so, du bist ein Arschloch. Ich kann es nicht schönreden. Er ist ein Arschloch. Und schätzungsweise sollte ich dann hier einfach hier mal so stehen. Habe glücklicherweise eine Auto-Aim-Axt. So. Dankeschön. Ja. Haben sie auch wieder perfekt gelegt, die Bastarde. Wobei ich mich an diese Handeln vor diesem TNT gar nicht erinnern kann. Aber die müssen ja da gewesen sein, weil die fliegen ja nicht ohne dieses TNT in die Luft. So, bla bla bla. Aber was ich auch immer feststellen muss, das muss ich hier nochmal ganz klar sagen, ist auch, dass mir aufgefallen ist, dass ich die Situation, wenn sie denn im Video passieren, erheblich, dass ich diese Videos, dieses Gameplay, was ich hier aufnehme, spielt sich in meinem Kopf erheblich länger ab als... Moment. Das Problem ist auch, dass ich offensichtlich keinen Zugang habe. Okay, hat jetzt irgendwie funktioniert. Okay, ich lösche das Sicherheitshalber, bevor ich traue mich gerade nicht zu reden. Ja, okay, das scheint lösbar. Ja, diese Situation spielen sich irgendwie länger in meinem Kopf ab, als ich tatsächlich stattfinde. Also ich bin ja Hobbypsychologe. Und ich habe ja auch extremen Spaß dran, mich hier selber zu analysieren. Und ich muss halt feststellen, dass ich mich hier hinstelle und auch teilweise einfach schlecht gelaunt bin, weil ich denke, ich mache eine Sache zum achten Mal. Und dann schaue ich mir das Video an und stelle fest, dass ich es eigentlich nur viermal gemacht habe. Das ist auch sehr paradox. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich echt denke, oh nein, du machst das jetzt schon zum 500. Mal. Und dann schaue ich in mein Video und, schaue ich mir das im Nachhinein an und denke mir so, Moment, das ist jetzt in 20 Minuten passiert. Mir kam das wie 8 Stunden vor. Also das ist, finde ich, auch sehr, sehr interessant. Was ich jetzt aber hier nicht interessant finde, ist die Tatsache, dass ich jetzt hier nicht ganz verstehe, was das Spiel von mir will. Wahrscheinlich muss ich jetzt in den anderen Raum, sofern hier einer ist. Ja, genau. Schon wieder. Oh nein, das ist wieder so ein... Habe ich... Ja, super. Ja, ihr seid kleine... behinderte Bastarde. Okay, das funktioniert so nicht. Das hat so keinen Sinn. Ach, das geht doch gar nicht kaputt, alles klar. Ja, hier, weißt du was, schießt euch mal gegenseitig ab, ihr Bastarde. Ah, sehr gut, die Axt.
Jetzt seid ihr aber gearscht. Oder auch nicht. Kann ich denn... Ja, ich hab's geahnt. Ich wollte mich natürlich hinter dem... Habe ich den Safe-Stick gesetzt? Ich hoffe. Ich wollte mich hinter dem stellen, weil ich gehofft habe, dass sie sich dann gegenseitig abballern. Okay, was mache ich da? Dort oben war... Vielleicht sollte ich mal wieder laden. Das wäre ganz klug. Dort oben war Unsterblichkeits-Bullshit. Das heißt, ich habe da die Möglichkeit, irgendwie dort rankommen zu können. Sprich, das sollte ich dann natürlich auch machen. Da habe ich dann schätzungsweise auch wieder ein, zweimal... Oh, na geil. Ein, zweimal zu viel rumgedödelt. Zu viel unnötigen Schaden kassiert. Was kam hier nochmal? Ich kann es mir irgendwie nicht merken. Ach so, genau. Erstmal wieder ins dritte Stockwerk. Ich werd heute dieses Level schaffen. Selbst es ist gerade 10 Minuten vor 3 Uhr morgens. Selbst wenn ich hier noch bis um 5 Uhr sitze, ist es mir sowas von egal. Sowas von egal. Und da bin ich natürlich reingesprungen, weil ich mir so dachte, ich habe lange nicht mehr eine Rakete im Arsch gehabt. Oder in der Visage wohl eher. Okay, ja, ist trotzdem genug da. Es ist auch völlig in Ordnung, ja. Wenn ich weiß, dass da genug Trinken liegt, dann habe ich auch kein Problem. Ne? Also, wenn man weiß, dass man verarztet wird, dann kann man, dann habe ich auch kein Problem damit, mich zu prügeln. Moment, wo kommt gerade der Gedanke? Ja, ich habe mich noch nie geprügelt, aber... Wenn Rusko sieht, dass... Moment. Ja, Level 4. Wenn Rusko sieht, ich bin doch Rusko. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ach, Mann. Dieses Spiel macht mich so fertig. Ja, okay. Penetrieren. Ich weiß gar nicht, wie sind die denn beim letzten Mal explodiert? Wegen der Axt irgendwie, ne? Ich hab die Axt dagegen gepfeffert und hab die... Und die Gegner sind dadurch dann irgendwie Ping-Pong-artig dagegen geknallt oder so. Wasser... Marsch. Oh mein Gott. Mittlerweile sind wir wieder im Alter der Zeitlupen angekommen anscheinend. So, das war doch nicht so schwer. Ja. Aber das Feuer ist ja auch schon lange nicht mehr das Problem gewesen. Also, wenn man mal von diesem Kinoraum absieht, dem ersten... genau. Jetzt sind wir ja wieder fast an der Stelle. Jetzt muss ich nachdenken. Ich habe noch diese Wurfäxte. 13 sollte eigentlich reichen. Aber das Problem ist ja hier, dass ich... Ja, genau. So. Ich krieg automatisch einen ab. Wow. Oder wenn sie gut sind... Nein. Also, sie sind gut, aber ich meinte eigentlich mit schlecht. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie schlecht sind. Schießen sie zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, haben sie aber leider nicht getätigt. Okay, du bist ein... Oh, da klingt das Handy. Moment, ich baue schon wieder Bullshit. Nicht nahkampfmäßig agieren. Ich habe hier genug Wurfäxte. Schätzungsweise... Lass mich doch da runter, du Bastard! So, 7 Stück. Ja, das sollte reichen. Wow! Okay. Krass. Werfen, das war zu zeitig. Komm. Danke. Oh mein Gott. Gerade so, ne? Jetzt nicht den Sprung verhauen. Hier liegt wieder genug trinken. Alles klar, Leute, das war's für... Ich überlege gerade. Soll ich einen Safe-State setzen, wenn ich die Sachen eingesammelt habe? Oder ich habe Angst, dass ich hier runterfalle? Ich setze hier einen Safe-State. Das war's heute mit Let's Play Rusko McQueen. Wir haben also in gewisser Weise minimalen Fortschritt getätigt. Werden diesen Fortschritt auch gleich mal speichern, weil alles andere ziemlich inkompetent und sinnlos wäre. Und werden dann mal schauen, ob wir das Ganze vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Folgen bewältigen können. Andernfalls fällt mir vielleicht wirklich der Daumen ab. Es ist haargenau dieselbe Stelle, über die ich mich... zu Weihnachten beschwert habe. Wie vierte Folge ist das heute? Die vierte, glaube ich. Ach, diese Pfeiltasten. Schlimm. Echt schlimm. Aber vielleicht bin ich auch scheiße, ja. Vielleicht sollte ich mir mal ein Tutorial bei YouTube anschauen. Wie spielt man mit den Pfeiltasten, ohne sich die Arme und Beine zu brechen? Ich habe ja schon, ab und an mal wirklich von Spielern gehört, die sich da wirklich durch das Spielen eine Sehnscheidenentzündung geholt haben. Und
Das konnte ich mir mal nicht so wirklich vorstellen. Also ich habe mal tatsächlich Verletzungen durch dieses Analogstick-Gedrehe bekommen. Also es gibt so Spiele, gab so Spiele in der Vergangenheit, da musste man immer so den Analogstick drehen. Und da habe ich da tatsächlich auch leichte Verletzungen abbekommen, aber so eine Sehnscheidenentzündung. Das ist schon ziemlich heftig, aber gut, was erzähle ich hier schon wieder? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.